mir damals schon immer ein Klavier gewünscht. Aber habe nie gedacht, dass ich wirklich eins kriege, weil wieso sollte man schon einfach ein Klavier geschenkt bekommen? Und zu Weihnachten war plötzlich dann tatsächlich ein Klavier da gestanden, das mir meine Eltern geschenkt haben, das quasi von der Kirchengemeinde aus übrig war. Und das war ein Steingräber und all das. Ich habe schon selbst, bevor der erste Klavierstimmer da war, habe ich schon mal reingeguckt, weil ich relativ schnell rausgefunden habe, dass man die Front vorne eigentlich mit wenigen Handgriffen rausmachen kann. Und dann sieht man, was innen drin alles vor sich geht. Das hat mich wirklich so fasziniert, dass irgendwie ich da wirklich ein ziemlicher Liebhaber davon geworden bin. Das habe ich dann angefangen, selbst nachzubasteln. Erst wirklich basteln, dann später schon eher bauen. Habe auch die Klavierstimmer dazu auch immer ausgequetscht, die da waren bei uns, um das Klavier zu stimmen. Und irgendwann wollte ich das schon auch irgendwie beruflich machen. Das ist auch, widerspricht sich nicht immer, dass man sein Hobby zum Beruf macht. Ist auch eigentlich ganz schön.